ihr sehen könnt, starten wir genau am Ende von dem letzten Update. Das Ding geht auf. Die Babys kommen. Oh mein Gott, Leute. Endlich wieder Babysitten. Lasst ein Like da, wenn ihr Baby in Yellow feiert. Und wenn ihr Bock auf Weihnachten habt. Hashtag Weihnachten in die Kommentare, Leute. Und was zur Hölle passiert jetzt hier? Bro! Bruder, what the heck? Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, was mittlerweile aus The Baby in Yellow geworden ist, wo ich es das erste Mal gespielt habe. Wahnsinn. Es war einmal ein edler Ritter, der ganz gewöhnlich aussah. Und der fand eine Flöte. Oh, was ist das denn? Diese Flöte, das ist die Flöte aus den dunklen Kellern der 5000 Stinkesocken. Wo war die denn? Er spielte diese Flöte und wusste nicht, dass er sich verwandelt. Hey, was ist das denn? Prinzessin. Ich will das gar nicht. Ah ja, Leute, wenn ihr schon mal dabei seid, dieses Video ist gesponsert von Shakes and Fidget. Shakes and Fidget ist ein Browser-Game, was man auf dem Handy und auch auf dem PC spielen kann, wo man Kämpfe bestreiten muss in zum Beispiel einem Dungeon oder in die Taverne geht und Aufträge erledigt. Man hat sogar seine eigene Festung, es gibt Gilden, Waffenhändler, alles, was man so im Mittelalter braucht und natürlich ziemlich coole Gegenstände, die absolut lustige Namen haben. Das ganze Spiel ist sehr witzig aufgemacht und ja, Leute, falls ihr Lust habt, kommt einfach mal auf Europa 7 oder 8, tretet der Gilde Team Denomi bei und trefft mich drinne, denn ich bin mittlerweile schon ein ziemlich starker Charakter und nehmt euch in Acht vor meinem Stab, ich sage euch ehrlich. Alle Infos zum Spiel findet ihr im Link in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt Bock. Schaut gerne vorbei. Danke für das Sponsoring an Shakes and Fidget und viel Spaß im Video. Wir gehen rein. Let's go. Was? Bro! Es ist Weihnachten! Es schneit und es ist Zeit, einen Schneemann zu bauen. Junge, wie cool ist das denn? Okay, Leute, also können wir gerne machen. Ich muss nur sagen, Digga, also ich habe noch keinen Schnee in Norddeutschland. Ich mache einfach mal. Und wir müssen das Ding jetzt im Schnee so ein bisschen rollen, oder was? Kann ich ein... Aha, cool. Oh mein Gott, Leute. Let's go. Wir machen einen Schneemann. Also erstmal müssen wir das untere Teil machen und dann muss ja auch noch eine Karotte rein, ne? Aber wo stellen wir den hin? Vielleicht hier so? Oder dahin am besten, ne? Wir bauen den Körper. Wir wissen ja noch, in einem Update gab es mal einen bösen Schneemann in einem Kühlschrank. Und ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den machen. Vielleicht kommt da gleich irgendwie was Böses oder so. Da müssen wir dem Baby aber nochmal eins reinwürgen, ne? Irgendwo müssen die Aggressionen ja hin. Ihr wisst, wie es läuft. Machen wir das Ding mal darauf. So. Jetzt müssen wir ein paar Dekorationen hinzufügen. Also nehme ich erstmal den Arm. Oh mein Gott. Wie cool ist das? Okay, warte mal ganz kurz. Hat eine geile Idee. Okay, Moment. Also hier vielleicht. Da drüben so. Ja, Digga, das sind doch geile Arme, oder? Okay. Warte mal, wir haben eine Hake? Moment mal. Bro, Digga, das ist so cool. Okay, warte mal. Ich muss auf jeden Fall, Digga, ich muss doch nochmal einen richtigen Arm haben. Ah ja, perfekt, hier, so, ne? Leute, geil, aber noch nicht geil genug. Ich mach mal, glaube ich, hier noch so ein bisschen was drum. Oh, wir können ihm einen Schal geben. Oh, Digga, das sieht auf jeden Fall schon richtig wild aus. Wir können auch einen Stock nehmen, den hier so... Als Zerstörer, Digga. Er wird einen richtigen Schneemann zerstören. Okay, wir haben ein Stück Kohle. Dann können wir ihm so ein Auge machen. Und dann nehmen wir nochmal das hier. Warte mal, können wir auch unterschiedliche Größe nehmen?
Safe. Mann, ist das dumm. Alter, aber warte. Ey, ich hab voll Bock, Digga, hier nochmal richtig Arbeit reinzustecken. Aber wobei, man könnte auch den so machen, ne? Man könnte die Kohle auch... Dann haben wir hier so Knöpfe von einem Anzug oder sowas, ja? Wisst ihr, wie ich mein? Der kommt doch schon richtig krass. So, dann sollen wir noch einen Hut nehmen. Bro, ist das dumm. Okay, ich mach mal ein Foto. Oh. Hey! Baby! Ey! Es gibt eine Schneeballschlacht! Wo bist du? Das knallt jetzt! Oh mein Gott, es gibt einen Bosskampf! Bruder! Wo ist das verdammte Baby? Schneeballschlacht! Ich habe ihn getroffen! Nimm das! Und dies! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schneeball! Jo, warum bist du so geisteskrank OP? Ich habe ihn getroffen. Ja? Ja? Komm schon, Baby. Oh mein Gott. Er ist ausgenockt. Können wir mit dem Baby was machen? Du dämliches Baby! Warum bist du nicht richtig angezogen? Bist du bescheuert? Mach einen Abgang! Ich habe das Teil mitten in die Hölle reingeworfen. Ah, egal, Leute. Schneemann ist alles. Okay. Hä? Was machst du jetzt schon wieder hier? Kannst du dich wenigstens mal richtig auf den Schneemann da oben raufsetzen? Warte mal, ich mach das. Moment mal. Falscher Film. Hä? Ja. Das sieht doch optimal aus. Leute, Moment. Ich muss das Baby nochmal ganz kurz da so ein bisschen... ich hab's gleich. Ich muss nochmal ganz kurz so ein bisschen da reinwerfen. Weil es muss ja auch perfekt aussehen fürs Foto. Optimal! Da hab ich das Baby in den Schneemann mit eingebuddelt. Ja, nice. Hä? Habt ihr gerade das Foto gesehen? Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Eine kleine Weihnachtsgeschichte. Ein großes Kino. Ich muss jetzt mal schnell in diesen Raum gehen, wo man den Film entwickeln kann. Das war eigentlich hier, ne? In der Dunkelkammer. Ist denn die so rot? War das vorher auch schon so? Ich pack mal den Film da rein und wir gucken uns mal das Bild an. Nein! Wenn man das macht... Oh Gott. Das Baby weint. Also, der Schneemann sah vorher aber nicht so... Fütter mich. Oh, Leute. Moin. Hä? Wie bin ich denn hierher gekommen? Heute Weihnachtsessen? Hast du Hunger oder was? Ey, wir müssen noch Deko bauen, ne? Wo finde ich denn jetzt die Flasche? Baby, wo hast du die Flasche hingetan? Verdammt nochmal. Du. Hier sitze ich. Ja, nee. Ich muss jetzt erstmal eine leere Flasche holen. Okay. Will ich in der Küche finden? Ah, okay. Okay. Ich kann hier nicht rein. Oh oh. Ich habe die Flasche kaputt gemacht. Warte mal, wir haben hier auch noch eine Flasche. Wir können da Milch reinfüllen. Oder... Ich esse die Kekse auf. Boah, Bruder, der war auf jeden Fall nicht gut. Der Keks, Mann. Der war auf jeden Fall nicht gut. Habe ich gerade den Roboter gegessen? Nein! Oh mein Gott. Ich weiß nicht, Leute. Ich habe ein ungutes Gefühl hier gerade, ne? Ich komme auch nirgendwo hin. Baby, ich habe hier dein Fläschchen. Bruder, Mann, hör mal auf so dick, Alter. Hast du sie noch alle oder was? Junge, das stinkt. Was ist denn los mit dir? Was haben wir hier, hä? Soll ich zum Wickeltisch bringen? Ist der nicht hier oben? Irgendwo? Nee, hier ist definitiv kein Wickeltisch. Ups, sorry, ja, ist doch gut. Ey, ich hab dir aus Versehen fallen gelassen. Warum zur Hölle läuft mir dieses Ding hier hinterher? Ey, es gibt hier verdammt viele Fragen. Baby stinkt plus Weihnachtsmütze gleich hierhin. Warte mal, wo ist denn die Weihnachtsmütze? So, Moment mal. Ich leg dich mal hier hin. Wir müssen das Weihnachtsoutfit suchen. Das liegt anscheinend bei dem im Zimmer. Gucken wir mal.
Hallo? Habt ihr es gesehen? Da war der Schneemann. Ich nehme jetzt das Weihnachtsoutfit damit hier. Okay, das hier läuft ganz komisch. Ganz komisch. Ja, alles gut bei dir? Okay, wie wäre es denn, wenn ich dich einfach hier hinstelle und wir saugen dich mal so auf entspannt ein? Tschüss, mach's gut. So, dann kümmere ich mich mal um den Truthahn. Ab in den Ofen damit. So. Es klingelt. Hallo? Baby? Wer ist da an der Tür? Hast du Besuch eingeladen? Wer ist das? Ist der Roboter? Oh, er hat Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Hallo! Wie cool! Hey! Wir sollen die Geschenke unter den Baum stellen? Ja, na klaro. Gib mir mal den Weihnachtssack. Ich nehme den mal mit. Ja, boah, Junge, ist ja schwer, ey. Wie viel hast du da reingepackt? Ist da eine PlayStation 5 drin? Apropos, Leute, kleiner Call. Wenn dieses Video hier im Dezember 5000 Likes schafft, ich sag mal 10.000, dann schenke ich jemanden eine PlayStation 5. Alle, die unter dem Video kommentieren mit Hashtag Instagram und wenn die Eltern oder ihr mir auf Instagram folgt, je nachdem, ich werde es da bekannt machen, wenn wir es geschafft haben, wenn ich auf Instagram sagen, Leute, wir haben 10.000 Likes geschafft, ich verlose PlayStation 5 an irgendeinen von euch, völlig random. Ist das ein Deal? Okay. Wir legen die Geschenke unter einen Baum. Oh Gott! Der Truthahn! Oh verdammt! Baby, kannst du da nichts machen? Oh Gott, heiß! Feuer! Feuerlöscher! Oh Gott! Mach das Ding auf! Oder... Ich hatte den Ofen irgendwie nicht so in Erinnerung, ne? Baby? Ich gehe jetzt da in den Ofen rein, okay? Bring das Baby vorsichtshalber raus. Hör auf zu heulen, Mann! Ganz ehrlich, das nervt! Da oben kannst du sitzen bleiben! Mann, ey! Ich muss jetzt den verdammten Truthahn da rausholen. Mann, die Familie kommt bald. Hä? Wo ist der Truthahn hin? Junge, das wird ja... Hey! Das wird ja immer weiter weg. Hallo? Was macht das Baby im Ofen? Oh Gott, wie soll ich das meiner Frau erklären? Hallo? Oh mein Gott! Oh, Digga! Was war das denn gerade, Alter? Ich schreibe den Entwickler heute noch. Ich schreibe ihm heute noch. Junge, hast du sie nicht mehr alle? Du bist auch nicht mehr ganz dicht, ne? Boah. So, der Truthahn, der liegt. Ich setz mich jetzt dahin. Und kein Ärger jetzt. Oder sonst was, okay? Guten Appetit, Freunde. Fröhliche Weihnachten. Bro, was bist denn du so sauer, Mann? Soll ich jetzt... Ich esse einfach was, okay? Ja, mach ich doch. Ich esse was. Gott, hat er die Augen gesehen? Oh mein Gott, das findest du wieder witzig, oder was? Der scammt mich. Was ist das denn? Bro! Ich esse das. Och, komm, ey. Ja. Mmh. Oh, lecker. Oh. Ja. Ich muss noch weiter essen. Oh, bitte, Leute. Ich esse weiter. Was ist das denn? Ist das Kuscheltier? Das kannst du essen, Alter. Ganz ehrlich. Ich will das nicht essen, das sind Kuscheltiere, Mann. Okay, ich nehme den Spieß, ja? Guck mal, wie der schaut. Die Katze kommt. Hä? Wo sind denn die hin? Ich soll die Flasche trinken. Mann, Baby, ich will keine Flasche trinken, okay? Ich mach's. Jo, das schmeckt richtig, Alter. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich... war das der Schneemann? Baby? Baby?
Ich weiß auch nicht. Wo bin ich? Was? Der liest mir eine gute Nachtgeschichte vor. Was zur Hölle? Junge! Was ist das für ein geiles Update? Holy Macaroni! Ganz kurz, ihr müsst mir diesen Moment geben. Okay, ihr müsst mir jetzt diesen Moment geben. Hört zu. Meine YouTube-Karriere kam durch dieses Spiel zum Laufen. Das war das erste Mal, dass ich richtig viele Menschen erreicht habe. Das Game, wie das mittlerweile ist, was da alles passiert ist, Bro, ich habe den Entwicklern damals gesagt, mach das, Digga, entwickelt das Game weiter und sie haben es gemacht. Bruder, das ist das geilste Update bisher. Ich sag ehrlich, richtig nice. Auf das Feedback, was ich denen gebe, hören die auch, Mann. Ich muss zurück zum Esszimmer. Was geht denn hier? Komische Geschenke? Schneemann-Gesichter? Was heißt denn das, Leute? Ein Schneeball machen? Ja. Ich nehme einen Schneeball mit. Irgendeinem. Ich kann den Schneeball nicht mitnehmen. Er schmilzt. Oh. Habe ich mir das eingebildet oder haben die sich gerade... Dir mal die Köpfe an. Seht ihr das? Die Köpfe bewegen sich. Bruder, warum hast du eine Socke im Mund? Mann, das ist voll gruselig, Alter. Ich gehe rein hier. Ah! Ah! Ich will nicht, dass die Schneemänner mitkommen. Noch nie so eine Angst vor Schnee... Ich hätte das Kind nicht so oft verprügeln sollen. Hallo? Hallo? Habt ihr das gerade gesehen? Alter, habe ich Halluzinationen? Oder war das gerade ein Schneemann? Digga! Okay. 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 Ich nehme das Geschenk. Und ich muss es... Bro, was ist hier passiert? Das Baby fordert ein Geschenk. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber nimm. Hä? Okay, ich hol einfach das Geschenk. Digga, hast du gerade eine Gitarre an? Was ist das denn jetzt, Jungs? Was ist das hier, Jungs? Ich rede mit Schneemännern, Leute. Was hast du da für eine Brille auf? Oh nee, Bro. Warum bist du denn? Ich hab dich genau im Auge. Er ist weg. Hier hast du noch ein Geschenk. Er will noch mehr. Okay, ich gehe nach oben. Die Schneemänner sind doch doomed. Hallo? Hier. Oh, da drüben ist ein Geschenk, ne? Okay, ich hol's einfach. Leute, easy Mission. Ich hol das Geschenk. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist passiert? Hab ich da gerade eine Audio gehört, die sehr schlecht zu verstehen ist? Abedemedidor. Irgendwie sowas. Oh, Leute, es gibt hier noch ein Secret, Mann. Holy moly. Ich kann da leider nicht runterspringen, weil ich keine Superkräfte habe. Nicht so wie das Baby, ey. Puh. Ist aber ganz dringend los. Ich werde runtergezogen vom Schneemann. Bruder, ich muss weniger Horrorfilme gucken. Was ist hier passiert? Oh Mann, die Schneemänner. Ich habe hier noch ein Geschenk für dich. Er will noch mehr. Was soll ich denn hier machen? Oh, ich habe Gänsehaut ohne Ende. Ist jetzt die Leiter hochklettern oder hier lang? Das Geschenk hier drin? Das Geschenk ist da drin. Aber was ist, wenn ich nach oben kletter? Finde ich da vielleicht
Ein Geheimnis, hier gibt es eine Aufzeichnung. Wir machen heute Abend nochmal einen Livestream. Da gucken wir uns das alles nochmal in Ruhe an, Leute. Ich muss aber jetzt unbedingt mal nach oben gehen. Katze ist hier. Hallo? Gibt hier noch eine Aufzeichnung. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber okay, wir machen erstmal. Dachte, da wäre... Du verdammter Schneemann, ich sehe dich da oben. Drecksack, ich habe so einen teuflischen Schneemann gebaut. Leute, ich habe das eigene... Ich habe den Teufel ins Haus geholt. Ich habe ihn selber geschaffen. Ebi, ich habe hier noch ein Geschenk für dich. Bitte sehr. Bist du zufrieden? Ich mach meins auf. Oh, ein aufblasbarer Hammer. Ja, das ist witzig, ne? Mal ein bisschen raufklatschen da bei dir. Digga, was ist das denn für ein Hammer? Hey, Baby, es gibt was auf den Hintern. Oh Mann, ist das dumm, Leute. Ja. Da kriege ich langsam... Alter, da kriege ich richtige Aggression. Komm her! Ah, ist doch ein aufblasbarer. Was haben wir hier? Ein Kreisel? Oh Mann. Der kommt auch richtig wild. Okay. Digga, Beyblade, Alter. Let's Beyblade. Er kann einfach so einen Kreiselfight machen, okay? Ja, das ist ein cooles Spielzeug. Sag mal, kannst du mal aus dem Weg gehen? Danke. Was haben wir hier? Oh, Digga. Eine Augenkanone. Digga, wie dumm ist das? Einfach eine Tür mit zwei Augen. Alter, das sieht richtig dumm aus, ne? Jo, soll ich dir mal neue Augen verpassen? Oh, Bro. Ja, es tut mir leid, aber ich muss einmal sehen, wie das hier mit den Augen aussieht. Wir könnten dem auch nochmal so ein Auge raufgeben, ne? Sieht doch schon viel besser aus. Was hast du noch so da drin? Oh, Junge. Was ist das denn? Ey, Alter, ich habe damals so davon geträumt, meinem Lehrer ein Furzkissen auf den Stuhl zu legen, wenn er sich hinsetzt. Ach ja. Bring das Baby mal ins Bett. Dein letztes Geschenk. Von Newt. Ja. Dann bringe ich ihm das mal, ne? Hier. Oh. Ach, das ist für Newt. Ich dachte von Newt. Hey, Robobo. Newt. Ich habe ein Geschenk für dich, Mann. Wer seid ihr alle? Wer hat die Schneemänner von euch gebaut? Newt. Bro, wach mal auf. Hallo? Lebst du noch, Brudi? Hä? Was zum... Was ist denn gerade passiert? Ah, oh Gott! Nein. Der Schneemann. Oh, dieses Baby macht nur Ärger. Was ist denn gerade abgegangen, Mann? Ich check's nicht. Bro! Why did you bring him here? Was? Not this time. Frohe Feiertage. Saisonaler Inhalt jetzt in allen Kabinen verfügbar. Das Baby in Yellow wird für einen finalen Akt des Wahnsinns zurückkehren. Folge uns auf sozialen Medien für aktuelle Neuigkeiten und Ankündigungen. Leute, ich kriege auf jeden Fall raus, bis wir streamen, ob es der letzte Part wird. Das wäre so schade, Mann. Weihnachtsabend, Winterschnee auf Hell, Pechschwarz, ein Freund in der Nähe, unsichtbar. In diesem Kapitel gibt es ein neues Level, beziehungsweise es gibt ein neues Kapitel. Ich bin... sehr, sehr gespannt. Ich guck mal in der Kapitelauswahl. Ja, das Weihnachtskapitel. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Digga, was geht denn hier ab? Hallo? Ey, nee, ne? Wir müssen dekorieren, oder was? Was ist das denn hier? Frohe Weihnachten, Leute. Kommen wir langsam in Stimmung, oder was? Ja, der Fahrstuhl ist auf jeden Fall im Eimer. Das war's dann auch mal direkt. Okay, wo ist das Baby?
Was guckst du dir da an, Kollege? Hä? Was guckst du dir da an? Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Mach mir keine Angst, du kleiner Scheißer. Ich guck mir das nochmal an. Warum wackelt das Bild so komisch? Das stimmt doch was nicht. Also, Baby. Wir haben heute Weihnachten. Da ist keine Zeit für Dämonen oder sonst was. Das ist dir klar, ne? Ist dir klar, oder? Ich setze dich auf deinen Stuhl. Wir gucken mal, was haben wir denn hier so? Boah, Würstchen und Kartoffeln? Nice. Ein Truthahn-Teller. Auch nice. Okay, wir werden den Truthahn anscheinend mal aus dem Kühlschrank nehmen. Yo, was ist das denn für ein fettes Teil? Leute, das Ding sieht so falsch aus. Hashtag falsch in die Kommentare, wenn ihr absolut wisst, was ich meine. Also. Ich sollte den Truthahn vielleicht erstmal braten. Okay, also. Gut. Alter, was? Bin ich im falschen Film oder ist der Truthahn hier gerade komplett drin? Crazy Dog. Oh, habt ihr das gesehen? Lecker, Kekse. Mein Kleiner. Hallo. Ich liebe Kinder. Ach ja. Okay, also wir sollen jetzt erstmal den Weihnachtsbaum schmücken. Das, Hör auf zu heulen. Du sollst aufhören zu weinen, okay? Sonst gibt's Klo wieder, ne? Du weißt doch, dass das nicht so cool ist, uns beide nicht. So, der ist auf jeden Fall... Hör auf zu weinen! Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme ihn mit, Leute. Vielleicht, also, weißt du was? Ich bin heute mal nett, wir haben ja auch Weihnachten... Man soll sich ja auch nicht immer so doll aufregen. Komm, bleib da sitzen, guck Fernsehen in Ruhe. Ich muss jetzt hier erstmal den Weihnachtsbaum schmücken. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen hier Deko und ein bisschen da. Oh, das ist so schön, Leute. Richtig nice, mir gefällt das. Da krieg ich schon wieder voll Bock auf Weihnachten, ne? Sag, wie es ist. So, hier noch, es braucht einen Stern. Kleines Baby, ich hole jetzt den Stern vom Dachboden, ne? Der Truthahn ist im Ofen. Also wenn ihr das seht, dann Feierabend. Geht einfach weg. Okay, ich mach mal diese Tür hier auf. Ah ja. Warum zur Hölle ist hier der... Abdruck in der Wand? Das würde ja bedeuten, dass... Das Baby hier bereits gegengeflogen ist. Und der Schnuller wieder zurückgelegt worden ist. Wir haben 0 Uhr. Okay. Was ist das hier? Zwillingssonnen und fremde. Ja, also ist mir auch egal. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Babyzimmer rein. Ja. Dr. Plüsch, ne? Hm, okay. Ja. Ich gehe mal auf den Dachboden. Der ist dieses Mal offen direkt. Interessant. Wir gehen mal hoch. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Ein Geschenk? Leute, was hat das Baby wieder schon wieder für ein Geschenk hingelegt? Bald. Warum denn bald? Ich nehme erstmal den Stern mit, okay? Oh, nee, du. Was ist das hier schon wieder? Hey, habe ich den Stern dabei? Ja, habe ich. Perfekt. Ich will nicht drüber reden. Ich weiß auch echt nicht, was das gerade für eine Aktion war. Aber ja, ich muss den Weihnachtsbaum schmücken. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Verdammt nochmal! Baby! Mach den Ofen! Oh Gott! Scheiß die Wand an! Ich glaube, der Truthahn ist fertig. Hab ich erzählt, dass ich ein Kochen-Profi bin? Das Baby ist weg. Digga, du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen! Die ganze Hähnchenhaut! Er ist so gottlos und isst die ganze Hähnchenhaut. Hashtag gottlos. In die Kommentare. So, Kleiner. Du hast die ganze Hähnchenhaut gegessen. Da hat sie dir wenigstens geschmeckt. War der Schiss in der Hose auch gut?
Mann! Ich hole dein scheiß Weihnachtsoutfit! Da dachte ich, ich kann einen geilen Truthahn essen und dann kriege ich noch Würstchen und Kartoffeln zu Weihnachten. Was ist das denn? Boah, ey. Ich gebe dem jetzt die Kackmütze hier. Und danach gibt's erstmal eine kleine Wäsche im Klo. Okay? Ja, pass mal auf. Hier. Und einmal rein da, ne? Einmal rein da. Eine kleine Wäsche. Du sollst da rein, habe ich gesagt. Damit dein Truthahn und dein Furz da nicht stinkt. Ja, perfekt. So ist gut. Komm, ich hab dich. Alles cool. Wir setzen das Baby mal wieder hier hin. Noch ein Weihnachtsessen vorbereiten. Ey, ich muss den Truthahn wieder in den Müll werfen, ne? Also das ist... Da ist ja noch ein Truthahn. du, kleiner Mann, hast du den Truthahn da reingelegt? Hä? Nee? Na gut, ich hol den mal eben. Ah, so ein Ding ist das. Was ist das denn? Schneeballschlacht? Hey, du Dreckschwein! Hey, du Dreckschwein! Lass das, Mann! Verpiss dich! Schneeballschlacht! Oh, Junge, ich habe ihn weggehauen. Die habe ich eigentlich gerade einen Schneemann mit einem Schneeball weggehauen. Hier sind noch mehr Schneebälle. Warum sind hier so viele... Was soll das? Hast du den Schneeball im Kühlschrank gebaut? Summer! Ich check gar nichts mehr. Ich... Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Das Baby ist weg. Oh. Also ich glaube, ich rufe die Eltern gleich wieder an und sage, es ist was Schreckliches passiert. Dieses... Was ist das? Springteufel ohne Kurbel? Oh nee, ne? Okay, Leute. Also wir müssen eine Kurbel finden. Was zum... Ist cool. Also bisher gefällt mir das Update ziemlich gut, bin ich ehrlich. Hallo? Ich nehme mal die Kurbel mit. Will ich den Springteufel überhaupt aufziehen? Ich weiß nicht, ne? Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Diese Musik ist nie gut. Oh! Du bist... Summer! Sag ich nichts mehr zu. So, wir holen den Truthahn aus dem Ofen. Wow! Wow! Ich hab ihn. Frisch serviert, mein Bester. Und jetzt werde ich mit dir zusammen essen. Ist das klar? Ah, die Kuscheltiere sind auch dabei. Mann! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Digga? Hallo! Wow! Oder habe ich das gerade geträumt? Nein, Mann, das Essen ist komplett runtergefallen. Ja, das hat man davon, ne? Typisch Babys. Okay, was haben wir denn hier für ein Geschenk? Geschenke? Von meinem kleinen Baby? Okay! Hey! Okay, das ist ja ein Geschenk für dich. Was? Yo! Digga, wie cool ist das Ding denn? Leute, wie geil ist das? Mach mal die scheiß Tür hier zu. Ich will jetzt mal kurz auf dem Flur ein Autorennen machen. Let's go! Okay, das Ding ist nice. Geiles Geschenk. Ich mach mal das nächste auf. Was haben wir hier? Oh, ein Spielzeugflugzeug, Mann. Voll geil. Yo, guck dir das an. Ja, okay. Also ungefähr so, wie ich Flugzeuge fliegen würde. Was haben wir da drin? Boah, eine Schaumpistole? Hey, Entdeckung! Was haben wir hier? Was ist da drin? Ein Springball? Lol.
Okay, die Geschenke, also ich muss schon sagen, als Kind hätte ich mich über so eine Schaumpistole richtig gefreut, ne? Tja, du Dreckschwein. Ich will dein dummes Gesicht nämlich nicht mehr sehen. So, ich nehme dich mal mit. Okay, cool. Also bisher muss ich sagen, ziemlich nice. Ich leg den kleinen Racker mal ins Bett. Was ist denn? Richtiges Plüschtier? Oh, Dr. Plüsch vielleicht. Vielleicht den. Ja, das war das Richtige. Nice. Kann der Ball mal aufhören zu springen? Ich werde den Ball nehmen und schmeiß ihn, glaube ich, dann mal hier rein. So. Dann gucken wir mal auf den doofen Fernseher. Auf ganz entspannt. Was? Junge, was ist das denn? Ha? Habt ihr das gerade auch gesehen? Leute, sehr interessantes Update. Sehr interessant. Uff. Krass. Okay. Da ist die Katze nach oben gelaufen. Ah, sie geht auf den Dachboden, oder? Dann gehe ich da auch mal rein. Auf die Leiter. Junge. Hallo? Die Katze steht da hinten beim Geschenk, oder? Hey, Kitty! Kitty! Was hast du da? Ist das ein Geschenk? Bro, was zur Hölle ist das denn? Das saugt ja alles ein! Digga, ich hab Gänsehaut bis hierher. Frohe Feiertage. Saisonale Inhalte ab jetzt in allen Kapiteln verfügbar. Finde heraus, wo dich die schwarze Katze im März 2023 hinführt. In der Zwischenzeit kannst du Team Terrible auf Twitter, Discord und TikTok folgen. Hallöchen, Freunde! Was geht ab? Wir sind wieder drin und Tagi ist heute auch dabei. Yee! Wir gehen auf jeden Fall jetzt Santa Claus besuchen und die Rentiere machen sich hier schon bereit. Und ich würde mal sagen, ey, ich sitze mal ganz hinten irgendwie auf dem Sitz hier mit oder so. Hallo? Jawohl. Easy, Leute. Wir sind jetzt auf dem Schlitten drauf und die ganzen anderen machen sich jetzt hier bereit. Wir sind jetzt ein voller Kahn und können losfahren. Ich bin super gespannt. Oha, Leute, guckt euch das mal an. Krass. Wir sind hier am Weihnachtsbahnhof. Ja, gut. Ich würde sagen, wir ballern jetzt rein, ne? Let's go. Fahr los. Fahr bitte los. Okay. Und wir sind jetzt hier anscheinend ziemlich tief im Nordpol. Und ich sage, dass es so schön schneit. Ja, es schneit auch wirklich richtig. Leute, ey, Weihnachten, Schnee ist einfach das Beste, ne? Oha, wir haben 60 Sekunden Zeit, um in dieses Haus zu gehen. Uff. Okay. Das sieht ja sehr interessant aus. Jetzt können wir vom Haus aus irgendwie so rausgucken. Aber alles entspannt. Und jetzt kommt unser Papa, oder was? Also, bevor wir zu Bett gehen, werden wir Milch und Kekse für Santa Claus rausstellen. Also, ab in die Küche. Und da sehe ich doch schon Milch und alles andere. Hallo, ich dachte, wir sollen das jetzt rausstellen. Du musst jetzt am besten das Tablett hier irgendwie auf dem Tisch rauflegen, ne? Kollege, so, leg das da auf den Tisch, bitte. Rauf da jetzt. Sehr gut. Und jetzt müssen wir das Feuer ausmachen. Das würde ich jetzt mal schnell übernehmen. So, das habe ich jetzt mal erledigt, Leute. Weil wir müssen ja jetzt ins Bett gehen und warten auf die Geschenke, ne? Mal gucken, welches Zimmer wir uns hier... Baby, hier ist ein Zug drinne. Okay, was ist hier drüben? Ja, da kann man jetzt irgendwie nicht rein. Hey, ich habe gar keinen Bock. Ich penne hier oben, wenn dann, Leute. Also ganz ehrlich, ist das da hinten eine Spielzeugbox? Voll cool. Gute Nacht, süße Träume. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Hä? Habt ihr das gehört? Was ist das denn hier? Hallo? Ich sehe ja gar nichts, Alter. Irgendwas ist hier passiert. Und wir haben irgendwas gehört. Das hört sich an wie so ein Einbrecher, ne? Wo ist der verdammte Lichtschalter? Ich gehe hier raus, juckt mich nicht. Oh, oh. Oh, uff, Leute, wir gucken mal runter. Hallo? Hey, Santa! Oh mein Gott, Leute, der ist verletzt worden. Hallo, ist alles okay bei dir?
Was? Er hat sein Bein gebrochen, als er durch den Kamin gekommen ist, Leute. Oh nein, wie blöd ist das denn? Santa, was sollen wir denn jetzt machen, damit wir dir helfen können? Der Weihnachtsmann sagt, er kann nicht mehr Geschenke... Oh nein, er kann keine Geschenke mehr ausliefern. Wir sollen das übernehmen. Jetzt sollen wir los und seine Geschenke ausliefern. Wir haben nicht viel Zeit. Es geht raus aus der Stadt. Wir müssen der Spur da hinten jetzt folgen. Bis darüber. Oh nein, Leute. Wir müssen jetzt hier einfach durchziehen, weil anscheinend sind die ganzen Geschenke, die auf dem Rentierwagen drauf sind. Oh Gott, man sieht das hier, ne? Die sind wahrscheinlich alle hier und es wird immer dunkler. Oh je, Leute. Oh je. Da ist schon einer tot gewesen. Also irgendwo einer runtergefallen. Wir gucken mal, wo der Schlitten jetzt hier ist. Irgendwo muss der Schlitten mit den Rentieren gewesen sein. Warum läuft der so komisch? Das ist übelst merkwürdig. Wir müssen halt natürlich die ganzen Geschenke im Auge behalten. Weil eigentlich sind das ja Geschenke für Kinder, Leute. Aber wir laufen jetzt hier erstmal der Spur lang. Und da ist der Schlitten. Rein da. Ich setze mich da sowas von rein. Easy. Und jetzt fragt das Rentier, wo ist der Weihnachtsmann? Und wir erzählen ihm halt, dass er einen Unfall hatte, ne? Ja, das war's jetzt mit Weihnachten, wenn wir hier nichts machen, du. Okay, danke für die Hilfe, sagt das Rentier. Ja, okay, dann fahr los. Ich häng hier schon. Kannst du jetzt losfahren? Oh nein. Wir müssen Rudolf finden, das andere Rentier. Der hat Hunger gehabt und wollte irgendwie los zum Essen. Der ist in irgendeine Höhle gegangen, ne? In irgendeine Höhle, man sieht's hier. Wir müssen rein in die Höhle. Oh nee, ne? Seht ihr das? Da hinten ist Rudolf mit der roten Nase. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir zu Rudolf einen Weg hingebaut. Hier die ganzen Holzbretter. Ich rette Rudolf, kein Problem. Ich mach das, Freunde. Let's go. Rudolf, ich komm schon. Mach dir keine Sorgen, ich hab dich. Hallöchen, komm mit rüber. Let's go, meine Freunde sind auch dabei. Der ist hier rübergegangen irgendwie und dann ist das hier so ein bisschen eingekracht, ne? Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Ja, zum Glück haben wir ihnen jetzt gerade geholfen. Ohne Rudolf geht das ja nicht, Leute. Was? Macht euch keine Sorgen, ich kann fliegen. Bäh. Junge, warum haben wir jetzt die Holzbretter hier hingelegt? Digga, der will mich doch absolut hops nehmen. Naja, immerhin. Oh, wie viele Rentiere. Okay, wir sollen jetzt auf ein Rentier setzen. Ich gehe ganz nach vorne und habe hier alles im Blick. Jeder bereit? Ja, so sieht's aus. Wir können fliegen. Let's go. Jetzt geht's los. Wir fliegen jetzt einfach im Weihnachtsmann-Schlitten, ne? Richtig cool. Hinten in den Schlitten reinzusetzen wäre auch cool. Aber Leute, einer muss das ja alles navigieren, ne? Und jetzt sind wir in einer neuen Stadt angekommen, wo die Geschenke fehlen. Und ihr seht schon, hier sind überall so Schornsteine, wo wir eigentlich durch müssen. Und irgendwie müssen wir jetzt durch diese Schornsteine die Pakete kriegen. Okay, gib mir die Geschenke. Ich mach das hier. Wir sollen jetzt erstmal ein Geschenk in das blaue Haus bringen. Klettern hier dieses Rohr hoch. Und ich würde sagen, dann geht's hier direkt runter. Okay, ich bin hier. Oh. Ah. Wir sollen jetzt die Geschenke unter den Baum bringen. Wir dürfen den Flur nicht berühren, sonst werden wir geschnappt von den Eltern. Kein Problem. Wir gehen auf dem Holz. Let's go. Ich bin direkt da. Oh, das hat weh jetzt. Geschenke abgeliefert. Einer muss ein Geschenk in das Stockwerk der Kinder reinbringen. Oh, okay. Ich muss bei den Kindern was reinbringen. Ja, ich hab's gemacht. Ich bekomme eine Belohnung später. Oha. Wurden die eigentlich gerade geschnappt? Leute, was geht denn da ab? Wir müssen hier raus aus dem Haus, ne? Wir müssen hier wieder raus. Guckt dir mal an. Ich bin der Profi-Weihnachtsmann. Ich habe einfach schnell den Kindern was delivered und bin raus. Boah, das war ganz schön knapp, ey. Stell dir mal vor, die denken, wir brechen da ein, ne? Wir sollen jetzt einfach ganz entspannt über die Straße gehen. Das sieht ja eigentlich ganz entspannt aus hier, ne? So, wir gehen hier einfach rüber und sind schon auf dem Weg zum nächsten Haus, Leute. Hier sieht es wohl danach aus, als müssten da noch Kinder mit Geschenken versorgt werden. Also rein da in den Schornstein. Und wir sind wieder beim nächsten drin. Und ich bekomme jetzt eine Belohnung am Ende, weil ich vorhin bei den Kindern im Kinderzimmer die Geschenke da reingedonnert habe, ne? Es sieht nicht danach aus, als würden wir irgendjemanden aufwachen. Also aufwecken. Wir sollen einfach auf dem Teppich da bleiben. So, Geschenk ist platziert. Es gibt wieder ein Geschenk, was wir ins Kinderzimmer bringen sollen. Oh Gott! Die Eltern haben uns entdeckt! Lauf! Wir müssen los! Oha, habt ihr das gesehen? Einer von unseren Helfern wurde einfach gerippt. Wir müssen hier rein. Oh, okay, wir können jetzt wieder erstmal zu Santa zurück. Sollen wir jetzt hier auf so ein Rentier rauf? So, fahr los jetzt. Wir sind nur noch zu zweit, Leute. Alle anderen wurden von Eltern erwischt oder gerippt. Was ein gefährlicher Job Weihnachtsmann eigentlich ist, ne? So, wir sind da am
Ja, also irgendwie anscheinend beim Weihnachtsmann. Und jetzt gehen wir mal in den Tunnel irgendwie rein und gucken mal, was der Weihnachtsmann da so für uns parat hält. Oh, die Weihnachtsfabrik! Alter, hier werden alle Geschenke hergestellt! Wie cool! Hallöchen, Elfen! Krieg ich ein paar mehr Geschenke für mich, bitte? Wow, der Schlitten! Der muss jetzt aufgefüllt werden mit Geschenken und der Elf redet jetzt hier anscheinend mit uns. Wir sollen uns keine Sorgen machen, Santa geht's gut. Wir haben medizinische Elfen dahin geschickt zu dem Haus, wo er sich das Bein gebrochen hat. Okay, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und die wollen jetzt den Schlitten ein wenig auffüllen mit Geschenken. Natürlich können wir da helfen, denn das fragen die jetzt, Leute. Wir helfen da mal ganz schnell mit, ne? Boah, wir sollen alle Geschenke im Workshop-Room aufsammeln und da reinschmeißen. Rein da, schmeiß rein da, let's go, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Uff, Leute. Guck dir das mal an. Ja, rein da ins Loch. Die Geschenke müssen alle rein. 43 Stück, Leute. Das sind ja mindestens für 20 Kinder die Geschenke. Ihr könnt gerne mal unter dem Video in den Kommentaren schreiben, was ihr eigentlich alles so geschenkt bekommen habt. Würde mich mal interessieren. Denn ich habe mir hier die Arbeit gemacht, eure Geschenke extra zu beschützen. Und deswegen möchte ich natürlich auch gerne wissen, was da drin ist. Na, das wissen nur die Elfen, Leute. Das ist ja klar. Nehmt das Große hier. Oh, geil. Oh, das Große, Leute. Große Geschenke sind immer so cool, auch wenn da nicht die geilsten Sachen drin sind. Aber die sind immer einfach am nicesten, ne? So riesen Geschenke aufmachen macht einfach mega Bock. Oh, was ist das denn für ein Paket, du? Können wir hier jetzt auch irgendwie was nehmen? Nee, wir sollen zurück zum Schlitten. Okay, dann würde ich sagen, geht's hier wieder rauf. Wir machen uns bereit. Rudolf, mach die Segel klar. Let's go. Und es geht raus aus dem Weihnachtsschloss. So, wir sind jetzt im Kamin. Wir müssen jetzt ein bisschen auf unsere Geschenke achten. Wir haben hier so ein grünes Geschenk und hier so ein blaues und wir müssen die jetzt richtig platzieren. Oh Leute, jetzt gibt's richtig viele Geschenke. Okay, wir müssen alle Geschenke zu den entsprechenden Bäumen bringen. Menon Galaxy macht hier auf jeden Fall auch seinen Job. Und ich habe jetzt hier wieder so ein grünes. Okay, das denke ich mal muss hier hin. Ja, das sieht ganz gut aus. Komm ey, wir machen den Baum jetzt einfach da mal schnell voll und ich frage mich halt auch, wie viele Kinder hier drin wohnen, dass die drei Tannenbäume haben. Ne? Wer hat drei Tannenbäume bitte in seinem Haus? Sehr gut. Alles erledigt. Hier ist die Spielzeugbox. Wir müssen die Tür natürlich schließen, Leute. Denn... So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, bevor die Sonne aufgeht. Hier sind wir wieder angekommen in unserer Stadt, wo alles angefangen hat. Und wir sind ja die ganze Nacht unterwegs gewesen, Leute. Und unsere Geschenke müssten ja eigentlich auch noch warten, ne? Boah, die Sonne ist aufgegangen, alter Schwede! Wir haben eine Minute, um ins Haus zu kommen. Ja, dann müssen wir jetzt aber mal ganz schnell rein, ne? So, ab ins Bett, würde ich sagen. Hey, Santa Claus, du siehst irgendwie ein bisschen aus wie so ein Mensch, ne? Seine Elfen sind gekommen, haben ihn wieder aufgepäppelt und wir haben Weihnachten für ihn gerettet. Hier ist ein Abzeichen und ein Geschenk für euch. Was? Wo ist ein Geschenk? Ich krieg ein goldenes Geschenk, weil ich den Kindern so gut geholfen hab. Ja, Mann, was? Uhuhu, wie cool ist das denn, Alter? Ich hab ein goldenes Geschenk, Mann. Voll geil. Oh, yeah. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja, Mann, Leute, let's go. Dankeschön, Weihnachtsmann. Vielen, vielen Dank. Okay, Leute, dann gehe ich mal lieber jetzt mein Geschenk wegbringen und guck mal an, was da so drin ist. Es kann sein, dass der PC gleich abstürzt. Ich will euch vorwarnen. Ich muss natürlich den Ton jetzt mal so ein bisschen runterschrubben, weil jetzt wird es auf jeden Fall explosiv und ich bin... Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Feuerwehr. Simulator! Wir werden heute eine neue Map erkunden. Ihr wisst ja vielleicht schon, ich habe damals eine Tankstelle in die Luft gejagt. Jetzt gucken wir uns auf jeden Fall eine Stadt an. Und da werden wir auf jeden Fall schon mal Silvester ein wenig vorziehen. Und Leute, wir feiern natürlich auch das momentan Poppy Playtime für meinen Kanal. Ungefähr so gesorgt hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Es wird heute sehr explosiv. Dickes Küsschen geht raus und wenn ihr mehr wollt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir gehen rein, let's go. So, dann wollen wir doch mal gucken, was hier eigentlich so geht. Es ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Nacht, ne? Und ich habe gesehen, man könnte hier eventuell irgendwie auch so Tag- und Nachtzyklus einstellen. Ich will jetzt erstmal gucken, was so die ganzen Böller sagen. Oh, warte mal. Ja, chillig. Digga, wie cool ist das denn? Alter, voll geil. Einfach Tag jetzt, aber es sieht irgendwie aus wie so eine kleine verlassene Stadt, muss ich schon sagen, ne? Okay, kleinen Moment mal. Hallo. Können wir mal die Uhr stoppen oder so? Können wir das mal...
Ich weiß doch nicht, wie das Ding funktioniert, Leute. Ist das erste Mal, dass ich Wettergott bin, ne? Aha! Und hier sind unsere dicken Böller drin, oder was? Voll geil! Das heißt, wir können jetzt hier wieder richtig was in die Luft jagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Doomboom hier, dass der halt richtig reinscheppert, ne? Ich will mal was gucken, Leute. Wir packen mal so ein paar Böller hin und testen das Ganze mal, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt, was hier überhaupt passiert. Und ich sage, danke nochmal für Huggy Wuggy auf meinem Kanal. Und jetzt wird richtig reingescheppert. Also das ging auch schon mal besser, ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir hier wenigstens das Hochhaus in die Luft jagen können. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen mehr da reinstopfen. Wisst ihr, wie ich meine? So, natürlich noch mal nachschauen, was hier so geht. Was ist das eigentlich hier für ein Hotdog-Stand, hä? Da packen wir doch mal so ein paar Batterien einfach daneben. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, richtig viele da geparkt. Sehr gut. Und ich zünde jetzt einfach mal so ein bisschen was. Wir gehen mal aus dem Weg und gucken uns das Ganze mal an. Junge, da passiert ja nichts. Also wenn ich den Hotdog-Stand jetzt nicht wegsprengen kann, ne, dann bin ich echt richtig sauer. So, mach mal. Gucken wir mal, Leute. Und... Also die Bäume fangen an zu brennen, aber der Hotdog-Stand, der sieht aus wie neu. Was ist das denn? Titanium-Legierung oder was? Och Mann, ey. Ja gut, dann gucken wir jetzt erstmal weiter. Also, das gefällt mir noch nicht so ganz. Hier, da muss ich auf jeden Fall nochmal mit dem Entwickler sprechen. So geht das aber nicht. Ich würde schon cool finden, wenn wir hier die ganze City auseinanderböllern können. Aber wir werden auf jeden Fall was finden. Das verspreche ich euch sogar. Ja. Wir gucken mal, okay? Die Tankstelle hier. Also, ich gehe mal echt davon aus, dass wir das Ding hier wegsprengen können, ne? Da gehe ich sogar sehr stark von aus. Passt mal auf, Leute, ich habe eine heftige Idee. Ich werde mal kurz was gucken. Ich habe jetzt irgendwie geguckt, ob wir auf Gebäude oder so rauffliegen können. Das geht leider nicht. Dann habe ich aber eine geilere Idee. Der Parkplatz hier ist eigentlich wie geschaffen für ein schönes Huggy-Wuggy-Feuerwerk. Wir nehmen mal Mr. Beats und... Ich muss jetzt erstmal schauen, Leute. Dass wir die Teile so richtig aufstellen können. So, da machen wir jetzt erstmal ein schönes Haar, würde ich sagen. Das jetzt auf ganz schnelle Basis. Und dann tauschen wir diese Feuerwerkskörper halt immer wieder aus und machen da jetzt... Okay, das Ding ist runtergefallen. Ja, Leute, also ohne Rücksicht auf Verluste, würde ich mal fast sagen. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal Huggy, so mehr oder weniger drin. Also ich meine, das wird man von oben nachher später auf jeden Fall gut erkennen. Jetzt fehlt uns aber noch das Wuggy, Leute. Da müssen wir jetzt halt mal gucken, ob wir das vielleicht mit irgendwie so ein paar Batterien irgendwie fit machen. Ich glaube, das machen wir, Leute. Ich packe da mal so ein paar Batterien hin und... Dann machen wir jetzt nochmal das Wuggy hier vorne rein, ne? So, Freunde, das sieht alles noch ganz unscheinbar aus, aber von oben wird das nachher auf jeden Fall richtig reinkicken. Die Uhrzeit ist auf jeden Fall vorangeschritten. Wir müssen jetzt natürlich noch die Tankstelle so ein bisschen bearbeiten. Und dafür, Leute, müssen wir das ganze Ding hier voll mit Doom-Böllern reinknattern. Ich würde mal sagen, ich muss mal ganz kurz ein Tool raussuchen. Läuft, Alter. Ich habe jetzt hier gerade den Wasserfall eingestellt. Damit kriegen wir auf jeden Fall die Böller relativ schnell hier rein. Und das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, wie viele... Also, Digga, das sprudelt ja richtig Böller, Mann. Optimal. Wir werden auf jeden Fall den ganzen Boden bedecken müssen. Das ist wichtig, Leute. Ich bin ja Sprengexperte, wisst ihr ja, ne? Und ich habe ja schon so viele Sachen in die Luft gesprengt im Laufe meiner YouTube-Karriere. Jetzt kommt aber noch eine Riesenstadt dazu und ich hätte eigentlich einfach auch mal richtig hart Bock auf so einen Zerstörungssimulator. Wenn wir das jetzt hier sehen, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Die Tankstelle und so weiter ist ja sehr gut bedient. Wir sollten gucken, dass wir da auf jeden Fall noch ordentlich Propangastanks installieren. Denn ich möchte natürlich, dass die ganze Stadt hier sowas von fett krass in die Luft fliegt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das reicht auch wieder nicht, ne? Also, da müssen wir wohl doch noch mal ein bisschen mehr Gasflaschen installieren.
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das Game leckt ein bisschen, man kennt's. Aber wenn ich auf die andere Seite gucke, dann ist auch alles eigentlich normal. Ne? So, Freunde, mit Kisten baue ich mich hier gerade nach oben, wie man sehen kann. Ich habe leider noch nicht begriffen, ob es eine Möglichkeit gibt, hier irgendwie relativ schnell hochzukommen. Das kann man schon gelten lassen. Ich finde, ich habe das relativ gut hingekriegt. Das W ist ein bisschen klein geworden. Aber so für auf spontan, finde ich, war das gar nicht mal so schlecht. Ey, kennt ihr das? Ich habe manchmal so Höhenangst im Spiel, wenn ich irgendwie runterfall oder so, dass ich dann so ein schlechtes Gefühl bekomme, als würde ich selber halt runterfallen, ne? Wenn man das halt noch nie irgendwie so richtig gemacht hat. Jetzt haben wir den Anschluss, Leute. Jetzt gehen wir nach oben und lassen die Nacht gleich kommen. So, das Huggy-Wuggy-Feuerwerk ist bereit. Jetzt gehen wir auf das Tag- und Nachtwerkzeug. Hallo, kann ich das mal sehen? Und bitte jetzt einmal Nacht werden lassen. Nacht ist da. Und ich würde sagen, 20 Uhr klingt gut. Ich bin auf jeden Fall bereit. Feuerzeug ist ready. Dann werden wir jetzt mal den ganzen Aal anzünden und lassen das Ding jetzt kommen. Und jetzt geht's los, Leute. Uff. Mega cool, ne? Es kann sein, dass der PC gleich abstürzt. Ich will euch vorwarnen. Ich muss natürlich den Ton jetzt mal so ein bisschen runterschrubben. Weil jetzt wird's auf jeden Fall explosiv und ich bin... Hallo? Ach du heiliger Mann, was geht denn da ab? Junge! Was? Guck dir mal an, wie das aussieht! Digga, mein PC hat's gepackt, Alter! Was? Huggy Wuggy, danke, dass du auf meinem Kanal gewesen bist. Ich bin vom Dach gefallen. Oha, Mann, was geht denn hier ab? Huggy Wuggy, ne, 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 ne. Das längste Feuerwerk der Welt. Woohoo! 2021! Oh, Junge, ey, ich schieb den anderen Film gerade. Okay, das war ungefähr das heftigste Feuerwerk, was ich je gesehen habe. Was ich, glaube ich, sogar auch in diesem Spiel gemacht habe. Das war ja richtig wild. Die Tankstelle lebt auf jeden Fall nicht mehr. Und wie man sehen kann, wir haben das ganze Gebäude auseinandergescheppert. Na, wenigstens können die Leute hier nicht mehr tanken. Aber ich hätte schon Bock, dass wir auch die anderen Gebäude in die Luft sprengen können. Nun gut. Ja, also ich habe nichts gesehen. Ich mache mal aus dem Staub. Danke, Huggy Wuggy. Und ja.